In seinen bösesten Albträumen hätte er sich nicht ausmalen können, jemals im Gefängnis zu landen. Doch genauso kam es. Seit 2010 ist er in Haft, inzwischen als Freigänger. 15 Stunden darf er für Arbeit raus pro Tag. Geschlafen wird jeweils im Knast. Jahrelang hat er Bilder gefälscht. Nicht kopiert, sondern neue Bilder von verstorbenen Malern gemalt. Solche, die sie angeblich gerne noch gemalt hätten. Er habe das Werk mancher Maler vervollständigt. Darüber hätten sich auch die Kunstexperten gefreut. Bis zu jenem Tag, als ein falsches Pigment entdeckt wurde und der ganze Schwindel aufflog. Wolfgang Peltracchi, ein Fälscher der Sonderklasse. Er hatte sich die künstlerische Handschrift von rund 100 verschiedenen Malern angeeignet. Das heißt, Peltracchi verfügt über ein breites Kunstwissen. Sowohl stilistisch wie auch maltechnisch. Das zeigt er nun und porträtiert ausgesuchte Zeitgenossen. Heute den Erfolgsautor Daniel Kehlmann. Was ist Fälschung überhaupt? Je mehr man sich mit beschäftigt, desto mehr wird das ganze Thema von Echtheit und Fälschung in der Kunst zu einer sehr komplizierten Grauzone, wo gar nicht mehr alles so klar und eindeutig ist. Und ja, es ist natürlich immer toll, Menschen kennenzulernen, die wirklich das getan haben, was man selbst sich nur so ausgedacht hat. Und ich meine, gerade bei bedeutenden Kunstfälschern ist das ja nicht so einfach. Die trifft man ja nicht an jeder Straßenecke. Straßenecke, Geschwister Scholl und Georgenstraße in Berlin. Helene und Wolfgang Peltracchi machen sich auf, in der Grimm-Bibliothek der Humboldt-Universität Daniel Kehlmann zu empfangen. Der Schriftsteller soll im Stil von Giorgio di Chirico gemalt werden. In einem Doppelporträt. Di Chirico hatte in den frühen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts Erfolg mit seinen rätselhaften, magisch-atmosphärischen Bildern. Peltracchi hat Kehlmann auf 10 Uhr morgens bestellt. Der Schriftsteller hat freudig eingewilligt, dem Kunstfälscher 2 Tage lang Modell zu sitzen. Damit zu machen, sei für ihn ein tolles Abenteuer. Er bekennt sogar, Peltracchi könnte gut einem seiner Romane entsprungen sein. Einer der Hauptpersonen in seinem letzten Werk war ein Kunstfälscher. Gleich am Anfang gibt's für Kehlmann eine kleine Überraschung. Die Malsitzung findet zufälligerweise im Stock F statt, dem Titel seines letzten Buches, jenes mit dem Fälscher als Romanfigur. Noch weiß Kehlmann nicht, dass das Abenteuer heute 6 lange Stunden dauern wird und morgen noch länger. Mir fällt gerade auf, das ist eigentlich toll, gleichzeitig gefilmt und gemalt zu werden. Ja, ne? Das ist die älteste und die neueste Bildtechnik. Ja, ja. Okay. Peltracchi hat die Komposition des Gemäldes bereits zart vorskizziert. Kehlmann soll morgen Abend das Bild gleich mitnehmen können. Schön ist das, Ruhe im Fernsehen, das ist eine schöne Sache. Ja, das ist ganz ruhig. Stillsitzen, fester Blick, zum Glück kann Kehlmann Yoga. Tagesziel ist, die 2 Gesichter des Porträts fertig gezeichnet zu haben. Jetzt noch die Härchen hier. Sie können euch jetzt wieder woanders hingucken. Der Kopf bleibt noch so kurz, ein bisschen so, aber ganz locker. Ich muss nur eben die Haare. Da sind so ein paar Schöne, die so rausgucken. Ich habe so Hörner. Lassen. Das ist ja oft, dass Schriftsteller und Dichter so extreme Frisuren noch haben. Ne? So seltsame Frisuren. Ich finde das eigentlich immer angenehm, wenn man die Haare ganz kurz hat, weil man muss sich nicht kümmern, nicht nachdenken, nicht kämmen. Daniel Kehlmann, 39. Meist übersetzter deutscher Gegenwartsautor über ein Dutzend Buchveröffentlichungen.
Sein Werk Die Vermessung der Welt gehört mit 6 Millionen verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten deutschen Romanen. Fälschung und Verstellung irrlichtern häufig durch seine Bücher. Da tauschen Fiktion und Wirklichkeit immer wieder die Plätze. Ich habe immer gerne Menschen gemalt. Bei Fälschungen kann man ja nicht so viel Porträts machen. Doch, gerade. Ja? Ja, doch, gerade. Habe ich ja ganz viele gemacht. Zum Beispiel habe ich mich immer geärgert, dass es doch so relativ wenig Porträts von Alfred Flechtheim gibt. Der hatte so viele Maler, die er verkauft hat. Und die wenigsten haben ihn porträtiert. Also ein paar gibt's, aber die sind alle nicht so doll. Und da habe ich dann doch eine ganze Reihe dazugefügt. Beltracchi benutzte Alfred Flechtheim für seine Zwecke. Flechtheim, jüdischer Sammler und Kunsthändler, musste vor den Nazis flüchten. Manche seiner Bilder blieben verschollen, bis sie plötzlich, dank Beltracchi, wieder auftauchten. Beltracchi malte Flechtheim im Stil der lyrischen Malerin Marie Laurencin. Man sieht sofort, das hat eine Frau gemalt. Es ist extrem feminin in den Farben. Es hat schon was, naja, es hat was leicht Schuchteliges. So. Der war halt auch so, der Flechtheim. Ja, deshalb fand ich es toll. Deshalb habe ich es auch gemacht. Und es ist dann über London, von der großen Galerie in London gekauft worden. Ist dann nach Japan verkauft worden. Und hing eigentlich bis, glaube ich, 2011, hing es noch im Museum Marie Laurencin in Japan. Das Besondere war, dass die Marie Laurencin, die hat immer ihre ganzen Leinwände in einem Malereizubehörladen in Paris gekauft, in einer ganz bestimmten Straße. Und da war hinten der Stempel drauf. Und das wusste ich. Beltracchi hatte zudem einen Aufkleber kreiert, der vortäuschen sollte, dass seine Fälschungen der Sammlung Flechtheim entstammen. Ja, es gibt da jetzt schon Leute, die meine Bilder fälschen. Wirklich? Ja, klar. Ärgert Sie das? Nee, überhaupt nicht. Das wäre unlogisch, wenn das ärgern würde. Das ist mir also völlig egal. Ne? Können die machen, so viel sie wollen. Fälschte Fälschungen, das ist großartig. Ja, ne? Schauen Sie, setzen sich einfach mal so einigermaßen gerade hin. Ja, nur die Hinterschulter will ich nicht sehen. Ach so, ist gut. Ja. Okay. Und zu Ihnen schauen. Ist mir ganz egal, wo Sie hinkommen. Hallo. Ich bin fasziniert von dem Lesesaal, weil jeder einen Computer hat. Was? Dann gucken wir später an. Jeder hat einen Computer. Was ist denn mit Büchern? Die Grimm-Bibliothek der Humboldt-Universität. Benannt nach den Gebrüdern Grimm. Ein architektonisches Renommierstück. Entworfen vom Schweizer Max Dudler. 450 Computerarbeitsplätze, 2,5 Millionen Bücher. Die Universität ist nach dem Gelehrten Wilhelm von Humboldt benannt, dem Bruder Alexander von Humboldts, den Kehlmann in seiner Vermessung der Welt porträtierte. Gibt es eigentlich einen Maler, der technisch so komplex und perfekt ist, dass Sie sagen würden, oh, den würde ich lieber nicht versuchen? Oder gibt es nicht? Das ist immer nur eine Frage von Arbeitern. Ne? Das ist so, als wenn Sie jetzt sich überlegen, eine ganz bestimmte Geschichte zusammenzubauen. Ja. Das ist vielleicht hochkompliziert, aber das ist ja dann nicht wirklich schwer, sondern es ist nur aufwendig, interessant. Ja. Aufwendig und interessant. Ja. Ne? Das macht man ja dann eigentlich auch gerne, ne? Oder? Ja, aber es gibt schon Dinge, wo ich das Gefühl habe, das könnte ich nicht. Also, ja? Ja, so einen großen Gesellschaftsroman mit, so wie Tolstoi, so einen großen Gesellschaftsroman mit 40 gleichberechtigten, völlig überzeugenden Charakteren über 30 Jahre oder so, da habe ich das Gefühl, das,
Das kann ich. Also das würde ich gern mal können, aber bisher kann ich das auch gar nicht. Ja, das ist das Wunder der ganz Großen. Also wenn man sieht, jemanden wie Tolstoi oder auf eine andere Weise jemand wie Shakespeare, wo man dieses unendliche Reservoir an Menschen erlebt, die die hervorbringen. Und da steht man dann auch ganz bescheiden davor. Also deswegen, das ist, ich habe schon das Gefühl, es gibt Dinge, auch in der literarischen Kunst, leider, die bleiben für mich unerreichbar. Und ja, da kann man dann nur bescheiden davor stehen. Gut, ich kann das von mir nicht sagen. Ich kann nun wirklich alles machen. Es tut mir leid, aber es ist so. Wolfgang Beltracchi. Das Etikett Meisterfälscher mag er nicht. Angemessen sei Jahrhundertfälscher. Denn bitte sehr, bemerkt er trocken, wer außer ihm habe schon 100 Maler aus 4 Jahrhunderten gefälscht? Tatsächlich, Beltracchis Kunst der Fälschung ist vielgestaltig. Hier seine Fälschung eines Bildes von Moïse Kiesling, Bouquet de Fleurs. Hier seine Fälschung eines Bildes von Fernand Léger, Nature morte. Hier seine Fälschung eines Bildes von Max Ernst, La Mer. Hier seine Fälschung eines Bildes von Jean Metzinger, Paris-Roubaix. Hier seine Fälschung eines Bildes von Heinrich Campendonck, Landschaft mit Figuren und Vogel. Für 14 seiner Fälschungen wurde Wolfgang Beltracchi zu 6 Jahren Haft verurteilt. Seine Frau Helene, die die Bilder in den Markt geschleust hatte, wurde mit 4 Jahren bestraft. Die U-Haft, sagen die Beltracchis, sei die schlimmste Zeit ihres Lebens gewesen. Sie, die 20 Jahre lang jeden Tag gemeinsam verbrachten, wurden zum ersten Mal getrennt. Wie haben Sie die Trennung als Paar erlebt? Schmerzhaft. Wirklich. Ja, körperlich das, schmerzhaft. Was man unter Sehnsucht bezeichnet, das merkt man dann. Ne? Also wirklich körperlich. Das war ganz schlimm. Wie eine schwere Erkrankung oder so. Ne? Aber auch als Stärke irgendwo, weil wir uns immer bewusst waren jeden Tag. Ne? Wir wussten, wir waren zwar 100 Meter entfernt, aber wir wussten, der andere ist da und wir hatten immer die ganze Zeit diese enge Verbundenheit und haben uns dann auch ganz viel geschrieben. Während der 14-monatigen U-Haft schrieben sie einander an die 8000 Seiten Briefe. Ihre Botschaften steckten sie in kunstvoll verzierte Umschläge. Die Staatsanwaltschaft las jede Zeile, bevor sie die Aushändigung genehmigte. Es ist also, ich fand das so eine surreale Situation, in der wir da gelebt haben. Ne? Man muss sich einfach vorstellen, man ist nichts anderes, gar nichts anderes außer Gefangene. Man ist nicht mehr Mutter, man ist nicht mehr Vater, man ist nicht mehr Familienmitglied, man ist nicht mehr Arbeitnehmer, man ist nicht Arbeitnehmer, man ist gar nichts mehr. Man ist nur noch Gefangene und jemand anders hat den Schlüssel und der darf mich raus oder reinlassen. Man bestimmt nicht mehr, wann man ist. Man bestimmt nicht mehr, wann man aufsteht. Man bestimmt nicht mehr, wann man das Licht ausmacht. Gar nichts mehr. Haben Sie das eigentlich manchmal bedauert, dass Sie den Malern die Bilder nicht zeigen konnten, die Sie in Ihrem Stil gemalt haben? Dass man nicht sagen kann, schau mal, was ich gemacht habe in deinem Stil? Ja, die schauen mir ja über die Schulter. Mhm. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass sie mir über die Schulter schauen. Ne? Und die sind nicht alle begeistert. Ne? Und stört das, dass die, dieses Gefühl, dass die nicht begeistert sind? Nein. Sie können sich auch nicht mehr wehren. Das ist die Büste des Herrn Daniel Kehlmann. War ich spannend, ne? Das ist schön. Ich meine, ich hat doch was. Das die gibt's das ja die starre Büste und das Leben daneben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es von Ihnen mal eine Büste gibt, die ist auf jeden Fall viel größer, als dass es von mir eine geben wird. Das würde ich nicht sagen. Nee, von mir werden Sie nie eine machen.
Das Thema Täuschen und Fälschen erscheint bei Ihnen immer wieder. Was ist so reizvoll am Thema? Dass es eben so kompliziert ist, so viel weniger eindeutig und klar, als man sich das gerne erstmal vorstellt. Also ich meine, wir sind im Alltag, wir bewegen uns durch unseren Alltag und täuschen und schwindeln ständig. Wir spielen auch ständig Rollen. Wir sind eigentlich nicht eine Person, sondern viele Personen und noch eine ganze Menge Rollen mehr. Das heißt, im Grunde ist jedem Menschen das Thema des Hochstapelns vertraut, wenn er in seine eigene Seele schaut. Das ganze Thema wird auf eine reizvolle, philosophische Art immer widersprüchlicher, je mehr man sich damit beschäftigt. Ob uns der Dichter damit sagen will, dass in jedem von uns ein Stück Beltracchi steckt? Ich mache erstmal das, was mir am wenigsten Spaß macht. So, Flugzeugmodus. Ja. Soll ich wieder? Ja. Die Richtung oder wieder drehen? Nee, Profil. Echt. Er habe nicht lange überlegen müssen, als die Anfrage kam, sich von Beltracchi malen zu lassen. Mein erster Gedanke war, endlich mal eine interessante Anfrage vom Fernsehen. Endlich mal was, was interessant ist und Spaß macht. Ja, eben. Endlich mal nicht so die übliche Literatursendung, wo man erst über sein Buch redet und dann immer irgendeine U-Bahn-Station rein und raus geht als Schnittbild. Eine U-Bahn-Station. Mit wehendem Mantel oder so. Nein, das war eine leichte Entscheidung. Na, es gibt von Ihnen ja so einige Fotos mit wehendem Mantel. Ja, weiß Gott, ja. Da kommt man nicht drum rum. Wenn ein deutscher Autor ist, wird mit wehendem Mantel fotografiert, mit irgendwelchen Pflanzen im Hintergrund. In Schwarz-Weiß, keine Chance. Stimmt's ja nicht. Das ist das, das ist das und das ist der Schatten. Okay, das war's. Ja? Gut. Dann sehen wir uns morgen. Toll war's, danke. Dann komme ich morgen wieder. Bis morgen. Ciao, bis morgen. Schönen Abend noch. Ne? Danke, wünsche ich auch. Kielmanns erste 6 Stunden sind abgesessen. Auf Beltracchi wartet Fleißarbeit. Ja, jetzt ist gut für heute, ne? Morgen machen wir es fertig. Ein paar Tage zuvor im Atelier der Beltracchis. Studium von Giorgio De Chiricos Bildern. Hast du gesehen hier? Ja. Pass auf. Nasenbär. Nee. Der italienische Maler Giorgio di Chirico gilt als Begründer der sogenannten metaphysischen Malerei. Sie mischt reale und imaginäre Elemente und, stimmig für Kehlmann, birgt in sich Rätselhaftes, Geheimnisvolles. Das mit den Büchern finde ich gut. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, das war eine Büste, dass ich das mache hier. Mhm. Also ein Doppelporträt. Die Büste, die den wirklichen Menschen anschaut. Mhm. Aber da ist mir zu wenig Landschaft. Ne? In dem Fall die Landschaft, also diese metaphysische Landschaft, wie der Apollinär das genannt hat. Diese Landschaft ist für mich der richtige Hintergrund. Mhm. Weil das ist wie ein Buch mit einem Rätsel. Also Kehlmann, würde ich mal sagen, ist genauso wie seine Bücher ja eigentlich
immer mehr Fragen aufstellen, als dass sie Antworten geben. Und das ist das Interessante an Kielmanns Büchern. Und das ist aber auch das Interessante an die Kirikus Malerei. Und das wird ihn auch berühren, da bin ich sicher. Ne? Mhm. Zweiter Maltag, 10 Uhr morgens. Zweite Runde stillsitzen. Blick und Körperhaltung ganz nach Beltrakis Regie. Kielmann wird seinen Platz erst gegen Abend wieder verlassen können. Der Tag startet gleich mit einer Nasenoperation. Helene hat ein Detail entdeckt. Der Höcker ist zu stark, ne? Ja, ja, der hat gar keinen Höcker. Hm. Nicht gern. Eitel ist der auch nicht. Nee, die ist echt sehr gerade, die Nase. Gut, dann muss ich das ändern. Verdammte Hacke, echt. Meine Frau, die sagt oft, ja, dann mach das doch mal eben, ne? Mal das doch mal eben. Dann sag ich immer, verdammt, ey. Malen ist nicht wie stricken, ja? Also. So, jetzt ist sie gerade in die Nase. Lene, komm doch mal gucken. Ja? Ja, aber die ist sehr, sehr fein. Weißt du, wenn Schuhe fein. Vorne. Haben Sie gehört, Herr Kielmann? Ich höre mit Freude. Sie haben eine feine Nase. Ich hatte immer bei Ihnen diesen Gedanken im Kopf, berühmter Schriftsteller und was wird aus dem und wie berühmt wird der noch? Und dann bin ich bei de Chirico auf dieses Bildnis gestoßen von ihm und seiner Büste. Das Stück Zukunft, die Gegenwart anguckt. Ja. Ja. Und er sagt oder denkt, ja, was ist mit dir? Ne? Mhm. Bringst du mich dahin? Werd ich oder bleib ich? Ja. Oder was? Aber selbst wenn es so ist, hat es ja auch ein bisschen was Erschreckendes. Ja, und ich habe das geglaubt. Die Büste ist tot, man will ja lebendig sein. Ja, sie sind ja nur eine Weile lebendig. Ja. Sie sind ja jetzt eine Büste, nicht weil sie ein guter Mensch sind oder was weiß ich. Nee, sondern dafür kriegt man auch keine Büste. Es ist aus den Büchern gewachsen. Ja. Ne? Die Kunst ist eine Falle. Die Kunst ist zum Teil eine Falle für Leute, die auf diese Art ihr Geld loswerden. Und die Kunst ist aber auch eine sehr schöne und sehr betörende Falle. Wenn man sich in die Kunst verliebt, ist das auch ein Gebiet und eine Welt, aus der man dann auch nicht wieder herausfindet. Die Kunst ist eine Falle auf sehr vielen Ebenen und soll es auch sein. Ich mache erstmal die Augen. Komm mal ein bisschen näher. Da ist auch ein bisschen Grün drin. Okay, alles klar. Zwei andeuten, damit ich weiß, wie das läuft. Ja, Entschuldigung. Natürlich. So, jetzt dahin schauen. Nur mit den Augen. Nur mit den Augen. Ich mache jetzt dann noch die ganzen Schattenpartien. Ne? Heute ist hier viel mehr los als gestern. Mhm. Beltraki agierte in seinen Fälscherjahren im Verborgenen. Stillvergnügt genoss er den Triumph und die Millionen. Das änderte sich schlagartig mit der Verhaftung. Plötzlich war er bekannt wie ein bunter Hund und seine Millionen los. Das Risiko, dass man entdeckt werden könnte, war das ein Kick für Sie? Ja, das stimmt, das war natürlich ein Kick. Also jedes Mal, wenn wir dann wieder, wenn meine Frau zurückkam oder die hatte dann eine Expertise eingeholt, war beim Experten mit dem Bild, das war schon ein Kick. Ne? Dann sagst du, aha, guck an, ne? Tolles Bild. Und dann auf einmal ist es viel wert. Vorher ist es ja nicht viel wert. Und dieser Kick, immer die Expertise zu bekommen, ich meine, das ist ja auch eigentlich neu. In der ganzen Fälschungsgeschichte. Frühere Fälscher, die haben ja immer versucht, Bilder zu malen, die irgendwie in den Markt zu schleusen über Gott weiß welche Umwege.
und immer möglichst vermieden, auf den Experten zu stoßen. Wir haben es ja genau andersrum gemacht. Wir haben ja das Bild gemalt und dann wirklich erstmal die Expertise eingeholt. Also ganz nach vorne gegangen an den, der wirklich Ahnung hatte, weil ich so sicher war, dass das so gut ist. Aber den Wunsch, den Sie nie hatten, den doch viele Leute haben, die irgendwas sehr gut können, ist der Wunsch, bekannt zu werden. Ich meine, wenn man etwas so gut kann, so viel besser als alle, dass man da nicht das Gefühl hat, das ist doch eigentlich ungerecht, dass das keiner weiß. Ich habe mich immer mit getröstet, dass ich dafür mehr Geld habe als die anderen. Ja. Es ist ja auch schön, so ein Geheimnis zu haben, ne? Ja, einerseits schon, aber ich muss sagen, wenn ich mit den Büchern noch viel mehr verdienen würde und die würden aber trotzdem, würde man nicht wissen, dass die von mir sind, mich würde das stören. Und ich sage das eigentlich nicht gerne, ich sage das ein bisschen schuldbewusst, weil es sollte ja egal sein, aber es wäre mir nicht egal. Nee. Also ich finde das eigentlich... Also mir war es wirklich egal. Ja. Ich fand es schon mal schön, wenn wir da ein Bild gesehen haben in einem Museum, ne? Von mir. Da war ich eigentlich eher so ein bisschen geschockt immer. Aber der Zug ist abgefahren. Jetzt bleiben Sie berühmt, wohl oder übel. Ja, mehr berüchtigt als berühmt. Berüchtigt ist ja die radikalste Art, berühmt zu sein. Ja, ist das so. Zu de Chiricos Eigentümlichkeiten gehören Bildelemente, die ohne Beziehung zueinander sind und deren Interpretation dem Betrachter anheimfällt. Nimm mal so einen richtig fetten. Nee, nee, nee. Panik. Panik. Was, wenn sie fällt? Dann kack dir das. Das fällt ist ja egal, aber wenn da. Mein Bild! Dein Bild! Das Bild! Nichts vergessen. Glaub nicht. Kamin ist fertig, Rauch, Stangen, ein Boot, noch ein Boot, Lokomotive, Rauch, Mauer, Zuckerstange. Mädel mit Schatten. Kugel mit Schatten. Das ist auch schön, wenn man sein eigenes Bild so entstehen sieht. Ne? Das ist toll. Oder? Ja. Verdammt, ja. Die letzten Pinselstriche nach insgesamt 16 Stunden Malen gehören der Jacke. Gut, fertig. Oh. Jetzt noch die richtige Signatur. Richtig geschrieben, Lene. Ja. Manchmal vertue ich mich auch dabei. Das rührt wohl daher, dass Beltracchi kaum je mit eigenem Namen signierte. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so toll wird in so kurzer Zeit, vor allen Dingen. Ich auch nicht. Doch, ich hätte es gedacht, aber ich bin trotzdem glücklich. Also, abgesehen davon, dass es ein wunderbares Bild ist, das Motiv, die tote Statue und der lebende Mensch, das hat etwas, was mich wirklich sehr auch bewegt. Also, es ist wirklich die ganze... das Tote, das in der Idee des Ruhms auch liegt... Genau. Ist auf eine Art hier Bild geworden, die mich wirklich, ich kann es nicht anders sagen, die mich wirklich packt und bewegt. Und ist ganz toll. Ja. Okay, das reicht. Genug des Ruhmes. Stillsitzen hat sich gelohnt. 50.000 sei das Bild wohl wert.
Kehlmann kriegt's vom Sender geschenkt.